Moin Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier mein richtig geiles Gefährt Fiat Punto S stehen. 55 satte PS, Hashtag Two-Face. Ja, die Jungs von Kfz-Teile 24 haben mitbekommen, dass ich so ein neues Fahrzeug habe. So eine kleine, ja, ich sag mal einfaches Auto, das ein bisschen Pflegebedarf hat und natürlich auch technischen Bedarf. Und deswegen hat Kfz-Teile 24 mir die Sachen hier kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sage ich euch immer offen, wenn das der Fall ist. Und was da alles drin ist und was wir jetzt am Punto hier alles wieder richtig schön schick machen und austauschen und ausbessern, das machen wir jetzt. Legen wir los. So, als erstes beginnen wir mit dem Zündkerzenwechsel. Und da habe ich jetzt 4 neue NGK-Zündkerzen bekommen. Dementsprechend müssen wir den ersten Schritt hingehen und diesen ominösen Luftfilter abnehmen. So, der ist hier ein bisschen dran festgemacht. Da drüben kann der hängen bleiben, das ist okay. Zugleich werden wir hier nachher auch noch den Luftfilter austauschen. Und ihr seht, ja, das ist halt Fiat, der ist ein bisschen am Schwitzen hier. Jetzt müssen wir als nächstes hier diesen Ansaugtrakt, glaube ich, so nennt man das Ding, abmontieren. Hier über ein paar Schrauben. Und dann kommen wir hier drunter an die Zündkerzen dran. So, dieser Ansaugtrakt hier hinter dem Luftfilter ist mit einer 10er Nuss hier oben mit 2 Stück an diesen beiden Stellen befestigt. Die drehe ich ab und das ist keine Kunst, das kriegt ihr auch hin. So, das Ding kann danach einfach simpel hochgehoben und abgenommen werden. Und bei mir ist das so, hier bei manchen ist das, dass hier noch so eine Schlauchschelle drum ist um die beiden Stellen. Ist bei dem Fabrikat oder bei der Variante jetzt hier nicht. Unnötiges Gewicht. So, dementsprechend haben wir die Zündkerzen jetzt hier freigelegt, 4 an der Zahl, und können bei der ersten beginnen und die rausholen. So, wichtig ist es hierbei, diese Kabel vom Zündverteiler soweit wieder richtig rum aufzustecken. Ich habe mir hier so einen weißen Edding genommen und oder weißen Filzmarker, Markierer, und habe mir jetzt auf den ersten Schlauch, den ich hier quasi abgenommen habe, einfach einen kleinen Punkt drauf gemacht. Beim nächsten Mal 2 drauf und dann 3 und so weiter. Und die immer schön weit unten anfassen beim Abziehen. So. Dafür gibt es von HZ auch einen speziellen Greifer. Das ist ganz cool. Habe ich natürlich nicht, aber Luxus brauchen wir nicht. Kriegen wir auch so hin. So, wie gesagt, das war die 1. Und das ist die 2. So, die Farbe kommt gleich raus. Das seht ihr bei dem hier. Da ist es nämlich schon. Das dauert ein bisschen. Keine Ahnung. Wunderstift. Anderen beiden auch noch ab. Und dann können wir die Zündkerzen vorsichtig rausdrehen. So, ich benutze hier immer mein Proxen-Werkzeug. Bin ich sehr, sehr mit zufrieden. Ich bin ja absolut nicht so viel Schrauber, aber für so ein bisschen ist das auf jeden Fall schon sehr gut. Erste Zündkerze ist raus. Das hat soweit gut geklappt, wie ich finde. Das ging ganz easy. So sieht die aus. Sie ist natürlich ordentlich verschmockt hier an der Seite. Sieht nicht mehr sonderlich toll aus. Dementsprechend können wir die gleich austauschen. Hol ich jetzt die anderen raus und dann die anderen wieder rein, die neuen. So, nachdem ich jetzt die Zündkerzen soweit reingesteckt habe, habe ich hier auch meinen kleinen Proxen, MC30 heißt der genau, weil er bis 30 Newtonmeter geht und das passt genau. Mit 30 Newtonmeter müssen die Zündkerzen nämlich festgeschraubt werden. Und danach, hier seht ihr meine tolle Markierung, 4 Punkte, 3 Punkte, 2 und 1er, müssen dann dementsprechend wieder richtig montiert werden. Also das heißt montiert, einfach aufgesteckt. Und hier aufpassen, dass wir natürlich richtig drauf drücken und bis ganz nach unten. So, Zündkerzen sind soweit erfolgreich gewechselt. Hier haben wir den neuen sauberen Luftfilter und dementsprechend können wir den jetzt hier einfach einsetzen. Deckel drauf, Deckel zu. Na? Und dann haben wir diesen Part auf jeden Fall schon mal erledigt und die Kiste kann wieder richtig gut abgehen. So, Motorstart ist geglückt, dementsprechend habe ich alles richtig gemacht, läuft soweit auch rund, wie das für eine italienische Diva geht, soweit, und dementsprechend, das hätten wir fertig, perfekt. So Freunde, nächster Part ist jetzt Bremsenwechsel und Ölwechsel, das ist auf jeden Fall nötig, ich hatte da noch so ein paar alte Sticker drin gefunden, uralt, lange her. Bremse hier auf der Fahrerseite haben wir soweit neu, Scheiben und Beläge, dementsprechend so sah die alte Scheibe aus und da jetzt komplett hier von ATE die neuen Scheiben drauf und das sieht auf jeden Fall soweit ganz gut aus. Der Juli legt schon los mit dem Ölwechsel und dementsprechend machen wir weiter. So, beim Ölwechsel Wagen auf jeden Fall warm fahren und dann lassen wir jetzt noch eine Sekunde nachlaufen, weil der Bremsenwechsel natürlich jetzt ein bisschen gedauert hat. Von Liqui Moly kennt ihr schon aus dem 3er Cabrio, als wir da das Öl gewechselt haben, den geilen Bottich hier unten drunter.
um das Altöl aufzufangen. Ganz wichtig natürlich auch, Öldeckel abnehmen und Ölstab ein bisschen rausziehen. Und dann können wir gleich hingehen, unten die Schraube lösen und das Altöl läuft raus. Jo, wie ihr sehen könnt, ich habe hier einmal auf der Beifahrerseite den Reifen abgenommen und jetzt hier drüben, da tropft es auch schon ordentlich. Also mit der Wanne, das ist wirklich eine der geilsten Investitionen, die der Juli gemacht hat. Die kosten auch nicht viel. Ich verlinke die euch auch mal. Ich glaube, 10 oder 15 Euro oder sowas kostet das Teil. Und dann einfach zack, rein mit dem Öl und sicher ist es. Wir haben zusätzlich zur Sicherheit natürlich noch eine Plane aufgelegt. Aber die haben wir gar nicht gebraucht soweit. Ne? Also von daher, lassen wir es schön abtropfen, gleich den Filter runter und austauschen. So, den Ölfilter löst der Juli jetzt gerade auch. Der ist ziemlich stark, kriegt ein paar Hand hin, die letzten Umdrehungen. Und dann tropft das Teil da auch noch schön runter in die Wanne. So, next step. Wir gehen jetzt hin, füllen hier 3 Literchen Öl ein. Und dann gucken wir mal nach dem Ölstand, lassen den Motor an und laufen. Und dann kippen wir gegebenenfalls noch ein bisschen nach. So, Freunde, und ich hatte euch ja gerade den Lauf des Motors gezeigt. Da lief er schon deutlich besser mit den neuen Kerzen. Allerdings jetzt mit dem neuen Öl merke ich hier auf jeden Fall auch nochmal eine deutliche Verbesserung. Also das schnurrt wieder wie ein Kätzchen, die geile italienische Diva. So, los geht's. Wir machen jetzt die Einfahrt. Und ja, nein, nicht während der Fahrt. Ja, der Juli hat Spaß mit meiner Scheißkarre hier. Also, was haben wir alles gemacht? Wir haben den Luftfilter gewechselt, wir haben die Zündkerzen gewechselt, wir haben die Bremsscheiben und die Bremsbeläge gewechselt. Die sind wir jetzt gerade noch ein bisschen am Einbremsen quasi, also bei neuen immer aufpassen. Aber die hören sich auf jeden Fall schon besser an, vom Packen her kommen die langsam auch. Dann haben wir natürlich auch noch einen kompletten Ölwechsel gemacht und einen Ölfilter auch ausgetauscht. Und da hat man auf jeden Fall auch direkt einen sehr deutlichen Unterschied von der Laufruhe gemerkt. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und der Juli lacht sich über meine Karre kaputt und das finde ich nicht in Ordnung. Ich mag meine Karre und du auch. Dir macht die auch Spaß, sei ehrlich. Ja. Weil er hat gerade den Rückwärtsrang nicht reingekriegt. Halt mal an und zeig das. Zeig mal, wie du es gemacht hast. Warte, warte. So, also, mach mal einen Rückwärtsgang. Das hier ist besser als jeder Fiesta, das nennt man Fiat. Man muss draufhauen. Hier geht alles mit Gewalt. Ja, nicht so, aber mit Gewalt. Ja. Ihr seht, Rückwärtsgang drin, das läuft. So, Bremsentest 2.0, los geht's. Wow, die packen echt. Oh, da qualmt sogar. Könnt ihr ein bisschen da vorne auch erkennen. Also die Dinger sind echt gut. Ja, natürlich macht ein Burnout. Also Burnout, sehr geil. Jo, Freunde, das war's dementsprechend soweit. Wir haben jetzt alles soweit fix und fertig gemacht. Das sieht wieder gut aus. Ihr seht, wir haben kompletten Abend, aber ich dachte, ich nehme das trotzdem heute noch auf. Juli heute mit dem Cabrio unterwegs, fährt jetzt nach Hause. Danke dafür. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Immer wieder geil, wenn man zu Hause ein bisschen was schraubt. Ich mache das eigentlich zu selten. Bei den heutigen modernen Fahrzeugen ist das ja nicht mehr so unbedingt notwendig. Da macht man dann den Service in der Werkstatt oder lässt ihn eher machen, so ist es richtig gesagt. Nichtsdestotrotz, bei so einem älteren Fahrzeug, ich kann jeden verstehen, der es macht, weil es immer wieder Bock macht und kann eine Menge Geld sparen. Dementsprechend, lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao!